Die Regionalliga-Mannschaft des SC Freiburg hat ihr erstes Pflichtspiel des Jahres gegen den 1. FC Eschborn gewonnen. Nach torloser erster Hälfte erzielte Munir Busian auf Vorarbeit von Nicolai Lorenzoni und Umberto Tedesco die Freiburger Führung. Die Gäste glichen in der 69. Minute durch Zahid Findig aus. Die Schlussphase gehörte dann aber dem Sportclub. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich sorgte Marc Leis, der am Samstag noch bei den Profis auf der Bank saß, für die erneute Führung. Das 3:1 erzielte Umberto Tedesco nach prima Vorarbeit von Marco Terrazzino in Minute 84. Den Schlusspunkt setzte Marco Terrazzino dann selbst zwei Minuten vor dem Abpfiff. Der Sportclub besiegt Eschborn mit 4:1 und belegt Rang 9 in der Tabelle der Regionalliga Südwest.